Hallo, mein Name ist Timothy Sonderhüsken, ich bin der Programmleiter des Dotbooks Verlags und ich freue mich sehr, heute eine E-Novelle von Tanja Ginkel vorstellen zu dürfen, Der Meister aus Caravaggio. Tanja Ginkel gehört zu den meistverkauften Autorinnen der Gegenwart. Sie hat ihren ersten historischen Roman bereits mit 21 Jahren veröffentlicht, was ich unglaublich finde, weil mit 21 habe ich an alles gedacht, aber sicher nicht daran, einen Roman zu schreiben. Und spätestens seit ihrem internationalen Bestseller Die Puppenspieler gilt Tanja Ginkel zu Recht als Königin des historischen Romans. Nun ist es mit den Königinnen des historischen Romans ja so eine Sache. Dieses Prädikat wird heute ja durchaus inflationär für jede Autorin verwendet. Aber Tanja hat sich diesen Titel wirklich verdient. Denn mit den Puppenspielern hat sie den populären, gut recherchierten, aber toll zu lesenden historischen Roman in Deutschland wirklich salonfähig gemacht. Und damit hat sie den Weg geebnet für eine ganze Autorenriege, die heute ein Millionenpublikum unterhält. Tanja Ginkel ist in der Regel ja eher für ihre wirklich sehr umfangreichen Bücher bekannt. Als Beispiel habe ich hier mal das Spiel der Nachtigall mitgebracht, ein, ich finde, Meisterwerk über Walter von der Vogelweide und seine Zeit. Das bringt es auf stolze 1000 Seiten. Nun könnte Tanja Ginkel natürlich einfach genauso weitermachen und alle 2 Jahre ein großes, dickes Buch schreiben. Aber sie gehört zu den Autorinnen, die sagen, wer rastet, der rostet, und wer sich als Autorin nicht immer wieder selbst herausfordert und sich neue Ziele setzt, der enttäuscht nicht nur sich, sondern der enttäuscht vor allen Dingen auch seine Leser. Und deswegen wird Tanja Ginkel, so wie sie vor 20 Jahren ja diesen Bereich des historischen Romans überhaupt erst salonfähig gemacht hat, jetzt auch ihre ganz eigenen Akzente im E-Book-Markt setzen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen den großen historischen Romanen und den großen Novellen von Tanja Ginkel, die bei Dotbooks erscheinen werden? Bei den großen Romanen ist es so, dass sie ein riesiges Gemälde auf einer großen Leinwand malt. Und bei den Novellen zeichnet sie mit spitzer Feder ein kleineres, aber noch stärker auf die Figuren eingehendes Porträt. Dabei ist aber natürlich auch die Novelle so farbenreich, so prächtig und so perfekt recherchiert, wie Leser das von ihren großen Romanen kennen werden. Wie der Titel schon verrät, geht es in Tanja Ginkels Novelle um Caravaggio, einen der bekanntesten Maler des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Caravaggio ist nicht nur durch seine Kunst berühmt geworden, sondern auch durch seinen Charakter, und der spielt in der Novelle von Tanja Ginkel auch eine ganz wichtige Rolle. Caravaggio selbst tritt dabei persönlich gar nicht auf. Im Mittelpunkt der Novelle stehen vielmehr zwei so ungewöhnliche wie unterschiedliche Figuren. Auf der einen Seite ist da Pedro Montoyo. Pedro Montoyo hat in seiner Jugend ein schweres Schicksal erlitten. Seine Eltern haben ihn bereits als Knabe kastrieren lassen, um seine engelsgleiche Stimme zu erhalten, mit der er heute in Rom die Päpste und Kardinäle entzückt. Pedro hat seine ganz eigene Geschichte mit Caravaggio erlebt und er hat auch seine ganz eigenen Erinnerungen an ihn, die in diesem Buch immer wieder durchscheinen werden. Pedro hat Zugang zu den Kirchen und zu den Palazzi, in denen die Gemälde von Caravaggio hängen. Und das macht ihn so interessant für die zweite Hauptfigur der Novelle, für Artemisia. Artemisia ist eine der wenigen bekannten Malerinnen der damaligen Zeit. Sie hat gerade einen spektakulären Prozess hinter sich, denn ihr Vater hat einen seiner ehemals besten Freunde angeklagt, seine Tochter vergewaltigt zu haben. Und wie das damals war und heute leider immer noch so ist, wurde vor allen Dingen natürlich angenommen, dass das Opfer in Wirklichkeit die schamlose Täterin und Verführerin war. Innerhalb des Prozesses wurde Artemisia auch der Folter unterworfen, weil die damalige Logik war, unter der Folter wird sie schon die Wahrheit sagen. Und diese Folter hätte bedeuten können, dass Artemisia die Fähigkeit zu malen für immer verloren hätte. Sie ist willensstark geblieben, der Prozess ist zu ihren Gunsten ausgegangen, aber nun, nachdem er vorbei ist, zerreißt sich ganz Rom immer noch das Maul über sie. Und es gibt für sie eigentlich nur eine Möglichkeit, ihr Leben weiterzuführen, sie muss Rom verlassen. Und bevor sie das tut, bevor sie ins selbstgewählte Exil geht, will sie noch einmal die Gemälde von Caravaggio sehen. Die Gemälde, die aus den verschiedensten Gründen für sie ganz bedeutend sind und für sie auch wegweisend sein sollen. Und so geht sie also auf Pedro Montoyo zu, so begegnen sich diese beiden Figuren und so beginnt ein Nachmittag, ein kalter Herbstnachmittag auf den Spuren dieses bekannten Malers, wo sich Pedro und Artemisia, ja, wie kann man das sagen, sie belauern sich, sie beobachten sich, sie trauen sich am Anfang auch nicht und beginnen aber langsam sich füreinander zu öffnen. Sie reden über sich selber, sie reden über die Kunst, sie reden über die Reichen und die Mächtigen der Zeit, sie reden über Caravaggio und sie geben uns als Leser einen unglaublichen Einblick daran, was es ist, ein Künstler zu sein,
oder auch die Muse eines Künstlers. Und wie man zum Beispiel seine Inspiration als Künstler bekommt und wie es zum Beispiel auch möglich ist, dass man so plastisch die Enthauptung eines Menschen darstellt. Alles Weitere wird im Buch verraten, ich werde es an dieser Stelle nicht verraten. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie Tanja Kinkel es in ihrem E-Book schafft, uns diese unglaublich interessanten Charaktere nahezubringen. Da haben wir auf der einen Seite Pedro, den es übrigens auch wirklich gegeben hat und den man auf dem Cover unseres E-Books besichtigen kann. Pedro, der dieses schwere Schicksal hat, der sich arrangiert hat mit dem Leben und der gerade deswegen auch in einem so krassen Gegensatz steht zu Caravaggio, dem Mann, der brutal war, brutal ehrlich war und der immer gegen alle Konventionen verstoßen hat. Ganz anders, wie gesagt, als Pedro. Und dann als Counterpart nochmal haben wir Artemisia, eine Frau, die für die damalige Zeit unglaublich weit und fortschrittlich war, gleichzeitig aber auch ein Kind ihrer Zeit und aus dieser Rolle nicht rauskam. Auch Artemisia hat es natürlich wirklich gegeben. Ich habe hier mal mitgebracht ein Bildband über sie und ihren Vater. Und es gibt ein Selbstporträt aus ihrer späteren Zeit, das mich immer beeindruckt. Das zeigt eine sehr willensstarke Frau, eine Frau, die sich nicht hat unterkriegen lassen und die, wie wir in dieser Novelle erfahren, dafür ihre ganz besonderen Gründe hat. Ja, und wer jetzt wissen möchte, was das sein könnte, der muss dieses Buch lesen. Ich glaube, das E-Book von Tanja Kinkel sollte jeder lesen, der gerne historische Romane mag, der gerne faszinierende Figuren aus der Geschichte näher kennenlernen möchte. Und jeder, der wie ich der Meinung ist, wer liest, hat mehr vom Leben.